Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch zu Janna im Supporterrat. Wir werden heute mal einfach nur die Basics von Janna abgreifen. Bei Janna hat sich in den letzten Wochen, Monaten, fast schon Jahre wenig bis gar nichts geändert. Bis auf das, dass naja, der ein oder andere vielleicht gar nicht weiß, dass man sie extrem aggressiv spielen sollte im Early Game. Das werden wir hier natürlich ein klein bisschen ergründen, warum das so ist, wieso wir das auch wollen. Zunächst einmal möchte ich euch aber auf das letzte Video in der Supporter-Rad-Reihe hinweisen. Gallio. Gallio war ein ziemlich cooler Dude, hat auch super funktioniert die Runde, doch inzwischen wurde er nochmal gebufft und das erlaubt es euch eventuell, euch vielleicht ein bisschen mehr in den Gallio reinzufuchsen, wenn ihr euch das Video natürlich angeschaut habt und mit dem ein bisschen mehr zu eskalieren. Schaut einfach in der Infokarte vorbei, da werdet ihr dann praktisch informiert. So, kommen wir zu Janna. Wir spielen Janna in der Laning-Phase als Poke-Champion, soweit uns das möglich ist. Wird ein bisschen schwierig, wir haben eine Nami als Gegner. Aber wir wollen offensiv ran, wir wollen nerven. Zack, hier gleich beginnen mit dem Ganzen. Das Ganze machen wir in den Runen über Komet und über den anderen weiteren Runen. Ja, die sind, ich will jetzt nicht sagen, schon fast beliebig. Denn beliebig ist hier so ein falsches Wort für das, was wir hier spielen. Aber grundsätzlich geht es ums Poken und es geht darum, dass wir das auch möglichst effizient über eine lange Zeit hinkriegen. Das heißt, wir nehmen noch Mana Flow Band mit, wir haben Celerity dabei und wir haben vielleicht eine tote Nami? Nicht ganz, aber eine gut gedamagte Nami. Wir wollen immer wieder poken, Mana Flow Band lädt sich dadurch auf, da sind wir entspannt unterwegs. Mit einem Wirbel, den wir immer wieder von der Seite her setzen, sind wir eventuell in der Lage, mal jemanden hochzuwerfen, zu damagen. Und da seht ihr auch, der Komet trifft hier gleich wieder. Also da bist du halt einfach entspannt unterwegs. Weil du immer wieder auch schauen musst, dass das, was du hier betreibst, einigermaßen offensiv funktioniert. Dann haben wir dazu Celerity wegen den ganzen Movement Speeds Boni. Movement Speed Boni, so rum. Ah, die... Cool, Caitlin. Guck mal. Die wir so haben, denn wir kriegen auf unserer Passive extra Movement Speed, wir haben auf unserer... Ja, weißt du was? Das war sehr schön. Auf unserer W-Fähigkeit haben wir extra Movement Speed. Wir haben so viel extra Movement Speed, da lohnt sich die Rune. Und Scorch haben wir dabei, einfach für mehr Damage. Mehr Poke, mehr Nerven. Sekundär geht's auf Domination mit Taste of Blood und mit... Ja, im Prinzip hier auch mit dem Relentless Hunter, also nochmal mehr Movement Speed. Taste of Blood ist dabei eine Rune, die ihr sehr leicht auswechseln könnt. Cheap Shot wäre hier zum Beispiel eine Idee, die ihr nehmen könntet. Cheap Shot ermöglicht noch mehr Pressure auf der Lane, muss man aber tatsächlich drauf gucken, kann man das denn wirklich einsetzen. Alles in allem, sehr einfache, sehr solide Runen. Wir haben einen klaren Job und der heißt einfach poken, poken, poken in der Lane. Hier klappt es ganz gut. Es ist nicht immer so einfach. Man sollte wirklich, bevor man Janna pickt, schauen, geht das überhaupt in diesem Matchup? Ist das sinnvoll oder sollte ich lieber andere Wege wählen? Man kann da ziemlich blöd auch in eine Falle laufen. Und dann macht man das ganze Spiel über recht wenig. Runen anpassen ist wenig Raum gegeben bei Janna. Also es gibt Leute, die sagen, hey, nimm unbedingt Ahri mit. Ja, Ahri hat auch einen guten Poke-Faktor. Gar keine Frage und du hast dann nochmal ein leicht stärkeres Schild, kannst du alles machen. Ist jedem so ein bisschen selbst überlassen. Ich stelle euch hier ja nur den aktuellen Standard vor. Und dementsprechend, ja, Komet. Oh, das war missklickt. Oh, das war ein Missklick und ich verliere 200 Leben. Holla die Walke. Das will man nicht sehen. Ja. Ansonsten auch sowas wie Mana Flow Band kann man eventuell zu einer... zu dem Magieschild umwechseln. Oh, ich vergesse den Namen immer wieder. Oder Nimbus Glow kannst du auch mitnehmen. Why not, ne? Why not? Es ist durchaus möglich. Wir flashen hier lieber. Unsere Caitlyn wird das schon machen, denke ich. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich war noch dabei. Das ist nicht gut. Nein, warum geht ihr auf mich? Warum? Ach, weil ich dadurch hundertprozentig sterbe. Ich dachte mir halt, okay, die Caitlyn läuft da runter.
ist für uns praktisch die Möglichkeit, ein bisschen zu entspannen. Oh no. Oh no. Okay. Das ist nicht so easy. Das ist nicht schön. Eieiei, das ging richtig in die Hose. Ja, runentechnisch bist du nicht wirklich drauf und dran, dass du noch viel umsetzen kannst. Anders bei der Skill Order. Da kann man tatsächlich einiges noch ändern, wenn man dann wirklich in der Notlage ist. Wir haben jetzt hier den Fall, dass wir auf D-Max gehen. D-Max ist so ein klein bisschen der Standard. Kannst du machen, musst du nicht. Ist auf jeden Fall entspannt. Würde ich auch empfehlen. Danach einen E-Max. Also sollten wir wirklich an dem Punkt sein, dass wir sagen, hey, hier läuft es alles andere als gut. Eieieiei. Wie zum Beispiel jetzt auch hier in der Runde. Haha, ich bin dünn. Ich muss gerade spielen. Ich kann nicht denken, ich kann nicht reden, ich muss spielen. Wenn du wirklich echt schlecht von der Lane kommst, dann solltest du eher einen E-Max favorisieren statt einen D-Max. Das heißt, das Schild, die Defensive, bringt dir mehr als die sinnlosen Versuche, ich nenne es ganz ehrlich, sinnlose Versuche, irgendwie den Gegner zu poken mit der W. Da wird man häufiger dabei sterben, als es schön ist, weil man immer wieder schaut, ja, kann ich da noch was machen, kann ich dort noch was machen? Nee, kann man nicht. Wenn man behind ist, sollte man das wirklich lassen. Der WMAX ist eine Art und Weise zu spielen, dass man von Anfang an pressured und dann eben auch die Lane dabei hält. Joa, das zur Skill Order. Also W into E normalerweise. Und dann haben wir noch Items. Ihr seht, ich baue langsam schon die Moby Boots. Moby Boots sind schön, auch wenn man meint, man bräuchte das auf einer Janna nicht wirklich. Man kann es mitnehmen. Ich meine, why not? Zap. Why not mitnehmen? Denn Moby Boots, bist du flott unterwegs, kannst deinem Jungler helfen, kannst wieder recht flott runtergehen, kannst deinem ADC ein bisschen unter die Arme greifen. Janna kann halt Movement Speed super verwerten, mehrfach jetzt schon erwähnt. Also es gibt kaum Gründe, Movement Speed über Moby Boots nicht mitzunehmen. Ein Grund wäre natürlich, wenn wir inten. Inten wir, dann sollten wir unseren Weg ein bisschen ändern. Je stärker wir inten, desto schwächer werden die Schuhe. Das heißt, wenn wir ein bisschen inten, nur so ein kleines bisschen, dann gehen wir doch lieber zuerst mal noch auf. Holla, na, da will ich nicht. Also wenn wir nur so ein kleines bisschen hinten, dann reicht es, die Swiftness Boots zu gehen. Und wenn wir wirklich stark am Inten sind, dann sollten wir eher die ionischen Schuhe wählen. Du hast dann so die paar Abstufungen. Mit Swiftness Boots bist du noch recht flott unterwegs, sind auch sehr starke Schuhe und relativ billig. Ja, da hast du dann noch so ein bisschen den Effekt von Mobilität, aber halt nicht ganz so stark außerhalb des Kampfes. Und die ionischen Schuhe nimmst du als Cooldown Reduction Boots mit, wirklich, weil du komplett reinintest und eben schon auf diesen defensiven Schildfaktor setzen solltest. Also da gehst du dann auf die Schildmaschine und gar nicht mehr so auf den offensiven Weg. Boah, das zu den Schuhen, also das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr euch da ein klein bisschen anpasst. Wenn es denn da mal etwas schlechter läuft von den Schuhen her. Dann Items baut man eigentlich angepasst an diese Auswahl. Läuft super gut, dann gehst du auf einen Ardent Sensor und sagst, hey, ich unterstütze hier meinen Hyper Carry, weil warum nicht? Läuft es noch besser und du bist ein klein bisschen egoistisch, gehst du auf Fiends. Denn auf Fiends bietet uns die Möglichkeit, Mana-Regeneration, die wir über unser Support-Item bekommen, in AP zu verwerten. Je stärker wir unterwegs sind, desto besser die Verwertung, weil wir unser Item recht flocks durchbekommen. Und das ist natürlich dann ein schöner Snowball-Faktor. Danach kommt jeweils das andere Item in vielen Fällen. Das heißt, sind wir immer noch stark unterwegs, dann haben wir eben die Möglichkeit, Ardent zu bauen nach dem Affiance. Umgekehrt sind wir auf Affiance first. Mhm. Du wirst mich hier nicht... Oh, du willst mich fressen. Das ist echt nervig.
Das ist echt nervig. Ich würde nicht wegkommen mit den Mobi Boots. Das ist natürlich der Nachteil. Mit Swiftness Boots wäre ich hier easy noch weggekommen. Aber so leider nicht. Ja, Appeans, Ardent. Das sind so unsere beiden Items. Ich war jetzt eigentlich viel zu lange von der Lane weg. Um da jetzt gerade noch. Ja, einmal hier Ultimate setzen für den Heal. Und wir haben beide gekillt. Ja, Ultimate einfach healen und gutes. Und hier schön den Farm abgreifen. Ups. Ups. Es gibt natürlich immer wieder ein klein bisschen Anpassungen, die ihr vornehmen müsst. Eine Anpassung könnte sein, dass ihr einen APC unten habt, kein ADC. Also sowas wie eine Cassiopeia oder einen Six. Da solltet ihr dann, wenn möglich, keinen Ardent Dancer gehen. Außer ein anderer in eurem Team kann den Attack Speed super gut verwerten. Da muss man immer ein bisschen drauf gucken, was ist denn wirklich gerade in meinem Team stark. Und dementsprechend wählen. Ich würde hier ganz ehrlich einfach nur den Turm machen wollen. Wir haben gerade die Möglichkeit. Warum also nicht nutzen? Gut. Ich krieg trotzdem das Geld, seht ihr ja. Ist für mich kein Problem. So, einmal hier rüber, den Ward noch mitnehmen. Fighten sollten wir nicht, weil kein Ignite vorhanden ist. Ah, ich komme da wahrscheinlich nicht mehr ran. Schade. Da hat gerade die Rune Cheap Shot gefehlt, mit der wir halt nochmal ein klein bisschen hätten schädigen können. Ah, den Joe, den sollten wir auch ein bisschen im Auge behalten. Aber hier ist alles gut. Zurückgehen, Fiends kaufen, glücklich sein. Als nächstes geht es Richtung Mana-Regeneration und den Ardent. Ich werde mich jetzt von der Caitlyn erstmal loskoppeln. Ja, mit der war es schön. Aber ich möchte einige Stacks aufbauen. Und wir haben gerade wirklich große Freiheiten. Er hier oben ist ein bisschen unter Druck. 3-3 zu 1-4. Oh, okay, ich bin weg. Da gehe ich nicht hin. Wir gehen Richtung Mitte. Immer kurz mal Tab drücken. Schauen, macht es überhaupt Sinn, was wir hier vorhaben. Und dementsprechend bewegen. Okay. Damage-Test. War angepasst. Wards entfernen. Und jetzt doch dem da oben helfen. Weil der ja echt unter Druck ist. Das ist ja. Ist ja gar nicht schön. Na, wir tun eigentlich gerade nur so, ne? Ja, das war alles andere als geil. Also die Idee an sich war vielleicht irgendwo vorhanden, aber insgesamt nicht geil ausgeführt. Tut mir leid, tut mir leid. Haben wir da unten jetzt noch was? Control-Bot mal hier reinpacken. Hier drüben können wir schilden. Ah, schade. Die Idee war halt einfach, mich da zu verkaufen, habe ich das Gefühl, über diesen einen. Oh nein. Ach, das ist nicht dein Ernst. Das ist ja kein Ultimate. Über diesen einen Eisblock. Das sind hier Spiele. Das sind hier Spiele. Wir haben allerdings jetzt auch einige Stacks bekommen. Nur der Ryze hat das Ganze noch überlebt. Das heißt, in der nächsten Rotation wollen wir irgendwie gucken, dass wir den nochmal angehen, damit wir unseren letzten Stack bekommen. Ihr wollt natürlich, soweit es möglich ist, eure Hunter-Rune so schnell wie es geht fertigstellen. Und da sind wir jetzt hier auf dem Weg. Murphite, das ist nicht gerade die beste Idee, die du da hast. Das ist immer noch nicht die beste Idee, die du da hast. Aber du hast doch Ultimate, komm. Na siehste. Na siehste, das ist doch schon mal okay. Da haben wir einen Ryze. Da haben wir genau den Ryze, den wir haben wollen.
Und da haben wir den Silas, der ein klein bisschen unter Druck ist. Hier immer wieder schauen, ob die uns von der Mitte aus nerven. Tun sie nicht wirklich. Da kommen wir drumrum. Da dann unten lang laufen. Und alles ist gut. Malphite hat halt sich da irgendwie mehr drunter vorgestellt. Ach, wenn der Trundle da unten irgendwie zu uns dazukommen würde, ich wäre ja so glücklich. Ich wäre ja so glücklich. Nur ich kann ihm hier nicht viel helfen. Ich kann meinem Silas da nicht so viel helfen. Dort schilden, damit der ein bisschen mehr Schaden macht. Wunderbar. Und ich bin die ganze Zeit irgendwo hinten am Rande und muss helfen irgendwo. Ich muss immer irgendwo helfen. Gerade noch hier das Schild drauf bekommen. Wenn ihr einer Caitlyn das Schild gebt, dann wird die AD dann noch mit drauf gerechnet. Also hier gerade ein knapper, aber guter Punkt, dass wir das hingekriegt haben. Ich glaube, sonst wäre der Kill tatsächlich gar nicht möglich gewesen. Ja, der Grundle hat mich doch irgendwann gehört. Das ist doch schön. Das ist doch wirklich schön. Ah, Nami. Du schon wieder. Haben wir eigentlich genug Geld für den Arendt? Ja, wir haben genug. Da nochmal ein Wort drauf. Meiner. Ja, wenn ich bitten darf. Hier ein AP Malphite ist immer schwierig, den erstmal in den Griff zu kriegen. Und dann gehen wir zurück, holen uns den Arendt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hey, du hast doch vorhin gesagt, itemtechnisch ist das immer ein klein bisschen nochmal in Fluktuation, was wir denn wirklich wollen und brauchen. Sage ich euch gerne, wenn ihr jetzt so mittel im Spiel seid, dann wollt ihr ja grundsätzlich nicht durch Fiends bauen, weil das werdet ihr so oder so nicht nutzen können, außer die reinen AP-Werte. Aber ihr wollt dann ein klein bisschen defensiver sein. Dann habt ihr die ionischen Schuhe. Dann sagt ihr, okay, nehmen wir drauf den Arden Sensor. Und auf diesen Arden Sensor packt ihr dann noch von mir aus sowas wie... Okay. Packt ihr noch sowas wie... Hallo? Auch interessant. Ein Redemption. Worte finden ist manchmal echt schwer. Ein Redemption packt ihr da noch mit drauf. Denn das Redemption, das würde es euch erlauben... Entschuldigung? Dass ihr zumindest das halbwegs schlechte Scaling, das ihr da habt, nochmal ein klein bisschen nutzen könnt. Also so ist da der Plan. Es passiert einfach so viel, es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ja, Trundle, du machst das. Ja, Trundle, du machst das halt wirklich. Wunderbar. Dann geht ihr praktisch einen Ardent into Redemption. Dadurch habt ihr dann gefühlt unendlich Mana-Regeneration. Und mit dieser gefühlt unendlichen Mana-Regeneration seid ihr dann in der Lage, halt auch euer Team permanent zu unterstützen mit den Schilden. Denn die Schilde, die werden halt nicht billiger, was der Mana-Output angeht. Die werden eher noch teurer, weil ihr mehr setzen könnt. Im Laufe des Spiels. Also da aufpassen einfach, dass ihr da euch nicht verschätzt. So, komm. Komm nicht. Ja, dadurch, dass du jetzt hier noch meinen musstest zu fighten, sind wir halt alle in der Pickel hier. Aber halt auch wirklich alle. Da einmal Ding ransetzen, dann hier den Control-Bot setzen. Da Sloan. Eieiei. Nerven. Nerven, wo es geht, ne? Okay, na Moment, wir gehen da raus. Ich habe soeben gesehen, dass mein Team gehintet hat. Aber wir können da noch helfen. Wir packen erstmal unser Ding dahin. Schild kommt auf den Trundle, der kann die AD am besten verwerten. Na, du kommst nicht zu mir. Mein Kleiner, du kommst nicht zu mir. Er kann gut pushen, ne? Der hat Tiamat oder so, ist Hydra sogar. Hm, gefällt mir, gefällt mir.
An dem Punkt, an dem ich jetzt bin, habe ich die Entscheidung, ob ich jetzt im weiteren Verlauf noch, auf ein Shirelia gehen möchte. Oder möchte ich doch lieber einen Redemption haben. In vielen Fällen möchte ich dann hier eher das Redemption haben. Ich habe kein Mana. Ich möchte das Redemption haben, damit ich eben noch dieses Mana habe. Ja, ich werde das halt nicht überleben, ne? War knapp, ne? War knapp. Das klein bisschen Mana hat uns hier das Leben gekostet. Mit Redemption werde ich diese Mana-Probleme nicht mehr haben. Mana-Regeneration ist da der Hauptattribut, muss man schon fast sagen. Also Redemption gibt uns 150% unserer Base-Mana-Regeneration. Ich bin jetzt eigentlich schon bei 60. Ja, da kommen dann nochmal hier 30 drauf knapp. Ne, warte mal, 100% kommen oben drauf. 15 kommt nochmal drauf. Da bist du dann gut ausgesorgt. Außerdem hast du dann noch den Heal-Effekt, mit dem du dann nochmal dein Team ein klein bisschen unter die Arme greifen kannst. Der ist dann auch schon wieder ein klein bisschen verstärkt, weil wir Heal- und Schildpower hier beim Iron Sensor schon mit drin haben. Es ist ein Item, das sehr schön in die ganze Synergie noch mit reingreift. Und uns hauptsächlich, muss man schon fast sagen, hauptsächlich die Mana-Probleme abnimmt. Ja, wir sind schon wieder in dieser Ecke. In dieser Ecke scheint es unserem Team zu gefallen. Aber schöner wäre, wenn wir den Drachen haben. Sollten wir die Ocean-Seele bekommen, dann haben wir halt echt nichts mehr zu tun. Weil dann existieren Mana-Probleme auch einfach überhaupt nicht mehr. Das ist natürlich etwas, das kann man im Blick behalten. Spielt jetzt hier aber insgesamt eigentlich gar keine so große Rolle. Er hat geintet. Also ich meine, dem Malphite habe ich sowieso schon nichts zugetraut, aber er hat trotz allem nochmal ein bisschen geintet. Ja. Ja. Komm, wirbeln wir euch hoch. Ich habe ein bisschen Sorge wegen der Caitlyn. Die positioniert sich doch ziemlich offensiv. So wie ich. Oh, da siehst du schon. Caitlyn, ein bisschen out of mind. Wir warten hier, bis tatsächlich die Nani-Ultimate durch ist, bevor wir selber hier reingehen und irgendwas machen. Ich denke mal, das dürfte jetzt hier auch in einem Surrender führen. Damit habt ihr auch schon alles gesehen, was einen Janna so wirklich zu tun hat. Ihr habt es gesehen, am Early Game habe ich gepokt ohne Ende, habe es zumindest probiert. Manchmal war ich vielleicht ein bisschen zu viel unterwegs, aber das ist dann auch fein. Und im Mid-Game bin ich dann der das die ganze Zeit versucht, mit einem Wirbel das Team irgendwie, also das Gegnerische, in Schach zu halten. Und sollten wir wirklich engaged werden, dann habe ich immer noch die Ultimate, um da ein klein bisschen das abzufedern, was da denn kommen könnte. Und insgesamt immer wieder schilden. Dabei ist es nicht unbedingt wichtig, dass ihr nur euren ADC schildet, sondern wirklich den gerade auch Shield nötig hat. Und das sind oftmals auch einfach die Leute, die ganz, ganz vorne stehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.